Es war ein Gefühl, ich habe geheult wie ein kleines Kind. Das war laut, es war höllelaut am linken Ohr. Aber es war da. Ich konnte hören. Ich hörte Autos vorbeifahren, ich hörte Vogelgezwitscher, ich hörte Baulärm, ich hörte Straßenbahn. Ich hörte alles von links und von rechts. Das war ein Moment, den werde ich nie vergessen. Sowas vergisst man einfach nicht. Und da liefen mir die ersten Tränen übers Gesicht. Und ich habe gedacht, Mensch, soll das wirklich wahr sein, dass du wieder hören kannst? Ich kann mein CI leiser machen. Ich kann mein CI lauter machen. Ich kann das an meine Bedürfnisse anpassen. Und das hilft mir bei der Musik auch schon. Und das funktioniert auch gut bei meinem Hobby, das ich habe. Ihr seht da die Gitarren hinter mir, die habe ich alle selbst gebaut. So eine Gitarre muss ja auch eingestellt werden, gestimmt werden. Und da hilft das CI auch dabei. Das CI unterstützt mich auch dabei, Holzcharakter zu unterscheiden. Jedes Holz klingt anders. Jede Gitarre klingt anders. Man kann mit verschiedenen Saiten experimentieren. Mit beiden Ohren hört man solche Sachen viel besser. Es war für mich vorher kaum vorstellbar, dass man mit so einem technischen Ohr, wie man das eigentlich auch nennen kann, so viel Lebensqualität zurückbekommen kann, dass man wieder gerne Musik macht, dass man seine Hobbys viel besser ausführen kann. Und wenn vielleicht irgendwann mal irgendwann in der Zukunft mein gesundes Ohr vielleicht doch nicht mehr so gesund sein sollte und jemand sagt zu mir, versuch's mal mit dem CI, dann würde ich jederzeit Ja sagen.